لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Welcher Mensch kennt das nicht? Wenn die Faulheit einen überkommt und man zu nichts Produktivem kommt. Diese Faulheit ist eine Krankheit. Und selbst das beste Geschöpf, Muhammad Allahs Segen und Frieden auf ihm, suchte Zuflucht vor der Faulheit. Und zwar heißt es in einem Hadith bei Bukhari, dass der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm vor folgendem Zuflucht suchte. Er sagte: Allahumma inni a'udhu bika min al-kasali wal-haram. Die Dua ist länger, aber es geht hier speziell um Al-Kasal. Das heißt, der Prophet sagte: O Allah, ich suche meine Zuflucht bei dir vor der Faulheit. Und Al-Haram ist das hohe Greisenalter. Kasal ist das Gegenteil von An-Nashat. An-Nashat ist Aktivität, ja, dass du aktiv, produktiv bist. Und der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, suchte stets seine Zuflucht bei Allah, den Erhabenen, vor schlechten Eigenschaften. Und das, obwohl er ist, wer er ist, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Wie sehr sind wir dann angehalten, diese Bittgebete zu sprechen, wenn der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sie sogar regelmäßig sprach? Obwohl er, Allahs Segen und Frieden auf ihm, selbst im Koran die Bestätigung für seinen gewaltigen Charakter bekam, suchte er stets Zuflucht vor solchen üblen Eigenschaften wie Geiz, wie Faulheit und so weiter. Und wir, die es nötig haben, schenken diesen wundervollen Bittgebeten keine große Beachtung und integrieren sie nicht in unser Leben und machen sie nicht zu einem Teil in unserem Leben. Möge Allah uns zu jenen machen, die diese wundervollen Sunnan umsetzen. Und trotz seines gewaltigen Charakters und trotz der Tatsache, dass er der beste Mensch ist, suchte er seine Zuflucht bei Allah vor diesen üblen Eigenschaften. Wenn wir uns Faulheit anschauen, dann ist Faulheit nicht nur irgendeine Krankheit, sondern sie führt zu Dutzenden anderen Krankheiten. Sie hält uns von unseren Gottesdiensten ab. Sie hält uns im Allgemeinen von unseren Pflichten ab. Sie hält uns von den Rechten gegenüber unserer Mitmenschen ab, wie beispielsweise dem Besuch der Eltern oder dem Besuch der Verwandten, sich bei den Verwandten zu melden, die Verwandtschaftsbande zu pflegen. Die Faulheit hält uns von so gut wie allem Guten ab. Und die Nafs mag Faulheit. Das heißt, es ist ein ständiger Kampf, den du hast. Es ist heutzutage die überwiegende Mehrheit, das Bild zu sehen, wie die Jugendlichen am Handy sind und den ganzen Tag über auf der Couch liegen oder im Bett. Und das ist in der Tat eine Katastrophe. Wenn diejenigen, die in der Blüte ihrer Zeit sind, ihre Zeit so verschwenden. Wenn sie den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, außer am Handy zu sein und stundenlang verbringen sie auf Social Media und schauen sich ein Video an und dann das nächste Video und den nächsten Beitrag und das nächste Video und das nächste witzige Video und dann wieder ein seriöses Video und ehe er sich versieht, sind 3-4 Stunden um. Und am Ende des Tages hat er nichts Produktives geschafft. Er hat nichts zur Verbesserung dieser Welt beigetragen, nichts zur Stärkung dieser Umma beigetragen, nichts bewirkt, gar nichts. Und das in seiner Blütezeit. Und das ist eines der schlimmsten Sachen, die passieren kann. Ich meine, wenn er in der Blütezeit nichts hinbekommt, wie ist es dann erst, wenn der älter ist? Es ist sehr wichtig, dass wir uns manchmal in diese Position hineinbegeben, wenn wir schon älter sind. Beispielsweise ist jemand 20 Jahre alt. Er soll sich vorstellen, dass er jetzt 40 ist. Eine Frau hat, Kinder hat, ein geregeltes Leben hat. Was hast du bis dahin erreicht? Was hast du an der Situation dieser Umma geändert? Ist es vielleicht so, wie die Araber sagen würden, وجودهِ كعدمهِ? Sein Vorhandensein ist genauso, wie als ob er nicht vorhanden ist. Nichts ändert sich. Im Gegensatz zu einer anderen Person, die die nützlichste Person ist. Und wenn diese Person fehlt, merken es sofort tausende Leute. Warum? Weil diese Person tausenden genutzt hat. Und so sollten wir sein. Wir sollten anstreben, so zu werden. Dass wir produktive Menschen sind, die irgendwas verändern. Seh dich selber in 20, 30 Jahren und sag, ich will bis dahin etwas erreicht haben. Ich will bis dahin dazu beigetragen haben, dass sich die Lage der Umma verbessert hat. Das sollten Ziele sein. Und nicht den ganzen Tag über schlafen und von einem Video zum nächsten Video und von einem Chat zum nächsten Chat. In einem Hadith, der umstritten ist, heißt es, خَيْرٌ النَّاسِ أَنْفَعْهُمْ لِلنَّاسِ. Die besten Menschen sind diejenigen, die die nützlichsten für die Menschen sind. Selbst wenn der Hadith nicht authentisch ist,
ist die Bedeutung vollkommen korrekt. Sei nützlich für deine Gesellschaft, sei nützlich für dein Umfeld, sei nützlich für deine Familie. Heutzutage ist man nur noch nützlich, wenn es um die eigenen Bedürfnisse und Interessen geht. Das ist eines der Punkte, wie du Faulheit bekämpfst, indem du Dua machst, aufrichtig zu Allah und die Asbab setzt. Und du das wirklich ernst meinst. Sprich die Dua und du wirst sehen, inshallah, was für einen Effekt sie haben wird. Ein weiterer Weg, der auch sehr effektiv ist und gegen Faulheit hilft, ist es, die Biografien der rechtschaffenen Vorfahren zu lesen. Denn dies motiviert uns immens. Und ich spreche aus eigener Erfahrung, diese Biografien motivieren unglaublich. Und insbesondere die des Führers Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Und selbst wenn es nicht die Sira ist, sondern die Biografie von irgendeinem rechtschaffenen Vorfahren wie Abdullah ibn al-Mubarak. Wenn du dir die Biografie von ihm durchliest, du bist erstaunt. Das sind Vorbilder für uns. Das sind Leute, die es uns vorgemacht haben. Die uns ein lebendiges Beispiel waren. Oder von anderen großen Männern in der Geschichte. Wie Nuruddin Zenki, wie Salahuddin al-Ayyubi. Und falls jemand sagt, ich würde ja gerne, aber ich weiß nicht, welche Bücher ich da lesen kann. Es gibt Alhamdulillah im Deutschen auch Bücher in diesen Hinsichten. Unter anderem gibt es ein Buch, das nennt sich Die Helden des Islam. Das ist ein sehr einfaches Buch, verständlich für jeden. Dort findest du kurze und knappe Biografien über diese Leute. Über Sahaba, über die Tabi'in. Für die Frauen gibt es selbst die Heldinnen des Islam. Dass selbst die Frauen Vorbilder für sich raussuchen können. Wir haben die Geschichten der Propheten und wer war besser als die Anbiya? Wir haben die Geschichten der Sahaba, die Geschichte von Abu Bakr, die Geschichte von Umar und natürlich in allererster Linie die Geschichte von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lies diese Geschichten, selbst wenn es am Tag nicht viel ist, 20 Minuten, 30 Minuten, je nachdem. Und du wirst sehen, wie sich das steigern wird. Denn genau diese 20 Minuten geben dir die Motivation, die du brauchst, um diese Faulheit zu bekämpfen. Und du wirst sehen, inshallah, wie aus einer unproduktiven, faulen Person eine produktive, nützliche und motivierte Person wird. Möge Allah uns zu Vorbildern für diese Ummah machen. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود
ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً